Ich glaube, ich bin euch noch ein Update schuldig von dem Tag, an dem ich dachte, ich würde mein Pferd verlieren. Und zwar für immer. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so geweint. Ich bin echt zerbrochen, wie man sieht. Unsere erste Diagnose war ja Hufgeschwür und mein Pferd würde sich ja nur anstellen. Da habe ich aber schon gesagt, der hatte schon mal ein Hufgeschwür, so hat er nicht reagiert. Aber es hieß auch, er dürfte raus und laufen und es war ein fataler Fehler. Und natürlich kam dadurch doch keine Besserung. Und ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, komm, egal was mein Tierarzt gerade sagt, da ist noch was schief, ich fahre zur Klinik. Einige haben mit den Augen gerollt und waren so, ja, der tickert doch nur noch, der ist doch gar nicht mehr so lahm. Ja, stellt sich heraus, ich habe wirklich die richtige Entscheidung getroffen, weil Connor war nicht nur einseitig lahm, sondern beidseitig. Wir wussten aber nicht, wo die Schmerzen herkommen, also wurde ich Stück für Stück anästhesiert. Die letztendliche Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, lediglich. Connor hatte dann ja knapp 4 Wochen Klinikaufenthalt und ich bin mal eben als Studentin 10.000 Euro losgeworden. Und dann hatte er 3 Monate Boxenknast und hier seht ihr den Paddock, wo er das erste Mal wieder raus durfte. Der Boxenknast hat ihn echt total fertig gemacht.